Schindlers Liste. Unorthodox. Alles auf Zucker. Inglourious Basterds. Der Zug des Lebens. Stissel. Die Nanny. Was haben all diese Serien und Filme mit unserer Show gemeinsam? Genau. Sie haben ihren Fokus auf das jüdische Leben oder die jüdische Identität gerichtet. Wenn man bedenkt, dass die Filmindustrie die Macht hat, unsere Perspektive auf verschiedene Gruppierungen zu formen, könnte man sie bezichtigen, diese Klischees zu festigen. Aber vielleicht tut sie das ja auf ganz bewusste Art und Weise. Für wen macht man Kunst? Für sich oder fürs Publikum? Um seine eigene Meinung zu schärfen und zu hinterfragen oder um den Horizont des Publikums zu erweitern? Ich spiele Mörder, Pfarrer, Druglords. Legitimiere ich damit die Verhaltensweisen von Kriminellen? Nicht zwangsläufig. Manchmal ist Film einfach nur Unterhaltung. Aber man muss sich als Künstler immer seiner Verantwortung bewusst sein. Bei dieser Sendung geht es natürlich zum Teil um meine Perspektive, aber vor allem geht es um den Diskurs. Wenn ihr mich fragen würdet, ob wir die jüdische Identität in all ihren Facetten darstellen, nein, das schaffen wir nicht. Ich bin auch nicht frei davon, meine persönliche Note in die Show bringen zu wollen. Aber was passiert, wenn man ein Drehbuch schreibt? Wenn man inszeniert und eine Geschichte erschafft, ist man bereit, sich Kritik zu stellen? Vor allem, wenn es um die eigene Identität geht. Heute treffen drei Menschen aufeinander, die sehr unterschiedliche Zugänge zum Film haben. Ein Autoregisseur, eine Filmwissenschaftlerin und ein extremst charismatischer junger Schauspieler. Ladies and Gentlemen, liebes Publikum, I'm so proud to introduce the sparkling stars of tonight's show. Vorhang auf für die fabelhafte, promovierte, oft kopierte, nie erreichte Dr. Lea Wohl von Hasselberg! Sie ist Film- und Medienwissenschaftlerin, außerdem Mitherausgeberin des Magazins Yalta und Feministin. Einziger Nominierter und damit auch der Gewinner der Kategorie Provokation im jüdischen Film ist Danny Levy! Und nein, er hat nicht die Jeans erfunden. Sorry, das war ein anderer Jude. Er ist Regisseur von so wundervoll jüdisch klingenden Filmen wie Alles auf Zucker und Mein Führer, in dem er, nun ja, den Führer parodierte, mit keinem anderen als Helge Schneider. Wenn er nicht gerade seine Filmpreise poliert, verbringt er sein Leben nach eigenen Angaben zwischen Zärtlichkeit und Ekstase. Und wie jede Woche sind alle Angaben ohne Gewehr, aber mit Schießpulver. In guter jüdischer Tradition werden wir heute essen und bestimmt die eine oder andere Meinungsverschiedenheit haben. So wie bei meiner These. Film hatte die Möglichkeit, Klischees aufzulösen. Dabei verstärkt er sie immer weiter. What's up? Guten Tag, Freitag, I'm home, bevor wir beginnen. Shabbat Shalom, I'm your homeboy, alles fresh, alles neu. Habt ihr Fragen an den Juden? Herzlich willkommen. Jude, 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 einfach nur ein Wort, aber Antisemitismus ist in Deutschland Sport. What? Jude, 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 Jude. Heute gibt's zum Shabbat eine israelische Platte und als erstes machen wir jetzt Falafel. Ich kriege in jeder Folge Tipps. Heute von Chaya Moyo, erfolgreiche israelische Gastronomin im deutschsprachigen Raum und Besitzerin der Neni-Restaurants. Chaya, ich zähle auf dich. So, lieber Daniel, du machst die grünen Falafel und grün muss man natürlich frische Kräuter reingeben. Koriander, Petersilie. Zwiebel. Knoblauch. Salz, Mehl. Ein bisschen Natron macht das Ganze viel fluffiger. Alles in eine Fleischwolfmaschine geben. Und jetzt ist es Zeit für den Fleischwolf. Fleischwolf. Treffen sich ein Stüssel und ein Fleischwolf in einer Bar. Und dann werden daraus kleine Falafelbällchen. Welcome to Daniel's Falafel. I'm Falafel King, best falafel outside of Israel. Give me the towel. Hello. Hi. Hello. Ist euch gut? Mua, mua. Sehr schön. Ich frittiere noch ein bisschen für euch. Ja, lecker. Ja, sieht gut aus. Und würde euch zu Tisch bitten. Aber trinkt schon mal was und ich komme gleich dazu. So, liebe Leute, ich habe Essen versprochen. Ich weiß, ihr wartet schon länger auf mich, aber alles zu frittieren, das dauert. Sehr lange gewartet. Ich weiß. Aber schaut euch an, ich hoffe, es hat sich gelohnt. Wirklich sehr, sehr schön. Sieht gut aus.
Partykarte 100 Euro. Machst du auch zum Mitnehmen, ja? Ich mach zum Mitnehmen. Ich gebe dir auch ein Doggyback, natürlich. So, als erstes, vielen Dank, dass ihr da seid. L'chaim, auf was trinkt man als erstes? Aufs Essen. Aufs Essen? Okay, aufs Essen. Die Liebe. Es wird eine romantische Sendung. Naja, von mir aus. Okay. So, wir dürfen jetzt einfach reinstechen, oder? Du musst. Ja. Wir labern. Du hast die gemacht? Ja, die sind von Scratch komplett. Also wir haben Teig gemacht, frittiert, alles. Schön. Echt, wirklich? Ich habe noch nie Falafel gemacht. Macht ihr zu Hause Schabbat? Schabbat light. Was heißt das? Kerzen anzünden, essen, Wein trinken. Ich bin wirklich ganz schlecht für das jüdische Kulturerbe. Weil ich kann mich ja nichts erinnern und kann es auch nicht weitergeben. Bei uns zu Hause war das so, wir haben halt das nur so getan, als ob wir was tun. Also es war so, also es war halt, und dadurch ist auch nichts hängen geblieben. Ja, aber also mit deinen Filmen, mit den Büchern, die du schreibst oder die du inszenierst, da kommt auch schon vermehrt auch jüdische Geschichte vor. Irgendwas in dir hat ja das Gefühl... Aber weniger an der Oberfläche. Ich glaube, dass die Filme, dass viele Filme eine innere Haltung, eine innere, starke jüdische, analytische, wie auch subversive, wie auch manchmal provokative Haltung haben, so einen bestimmten Stachel, den ich empfinde, nicht nur der deutschen Gesellschaft gegenüber, sondern überhaupt auch dem Filmemachen per se gegenüber, die, glaube ich, stärker im Innern des Filmes ist, als sozusagen das, was im Film verhandelt wird. Das, was verhandelt wird an Szene, an Oberfläche, an Beziehungen, das kann ich mir natürlich coachen lassen. Aber die Innerhaltung, die kriege ich wirklich nur aus mir raus. Ja. Das ist ja klar. Aber ich meine, das ist halt eine wirklich, wirklich interessante Frage. Ne? Als weil aus so einer Forschungsperspektive fragen wir uns immer, was ist denn jüdischer Film? Ja. Ja. Und dann, wenn du dann harte Parameter haben willst, dass du sagst, ne, also irgendwie muss es ein nachvollziehbares, transparentes Argument geben, dann bleibst du halt immer wieder bei jüdischen Figuren hängen. Richtig. Und sowas wie eine Haltung, eine Erzählweise, eine Perspektive, die jüdisch geprägt ist, das ist halt wirklich schwer zu fassen. Ja. Und natürlich extrem subjektiv. Ja. Also einer würde dann sagen, ja klar, jüdischer Humor. Ja. Einer würde sagen, naja, das ist so subversiv und das hat sozusagen so ein analytisches Moment oder so ein kritisches Moment. Ja, und ich sagte gerade, es ist emotional. Wie kann man also wissenschaftlich eine emotionale jüdische Haltung erforschen? Das würde mich auch interessieren, das finde ich auf jeden das, Fall. Das wollen wir jetzt von dir wissen, Lea. Nein, das ist ja auch... Okay, also, ihr habt Zeit mitgebracht, ja? Ja, ja. Nein, das warte ist mal, Zeit und Wodka. Ich glaube, wir müssen dafür erstmal einen trinken. Habe ich das Gefühl. Also, in welches? In das Große? Da ist schon Wodka drin bei dir, Dani. Dankeschön. Wir haben die guten Kristallgläser von Oma, von meiner Oma mitbekommen. Echt? Ja, ja. Wir haben gar nicht also geguckt. Auf die Oma. Auf die Omas. Und auf euch. Für mich sind jüdische Regisseurinnen und Autorinnen und so gar nicht so zentral. Okay. Ich würde das gar nicht so zentral setzen. Weil im Zweifelsfall würde das ja auch im Umkehrschluss heißen, dass ich denke, dass alle jüdischen FilmemacherInnen jüdische Filme machen und mitnichten. Das ist der Fall. Also so, das wäre ja auch schon eine ziemlich problematische Zuschreibung. Deswegen absolut. Ist ja eigentlich interessant, wenn man sich sozusagen Arbeitsbiografien anguckt, wo kann man denn mal einen Finger drauflegen an bestimmten Stellen und auf welche Weise. Aber ist nicht jeder Film gemacht von einem jüdischen Filmemacher, theoretisch mit einer jüdischen Perspektive gemacht? Nee. Weil du kommst ja aus... Auf keinen Fall. Also ich würde sagen, auf keinen Fall. Nee, da würde ich eher so Sachen zu Hilfe nehmen, wie zeichnet der die Figuren? Also was für eine, ich sage jetzt mal bewusst das psychiatrische Wort Bipolarität, haben Figuren, wie ambivalent in ihrer Psyche, wie stark ist der Abgrund an der Figur? Was sind so die Dinge, von denen ich glaube, das sind so unsere Steckenpferde, unsere jüdischen. Also so, es gibt so eine bestimmte Art von, weil man mich auch oft gefragt hat, ja, der jüdische Humor, es geht mir dann auch manchmal wahnsinnig auf den Senkel. Der jüdische Humor. Ja, da wo ich auch sage, Leute. Aber jüdischer Humor ist doch sozusagen ein super Beispiel. Irgendwie ist es ja auch voll die wirkmächtige Idee, auf die sich alle einigen können, Juden wie nicht Juden. Ja? Absolut. Ja. Also da kann man sich so gut drauf einigen. Und interessant ist doch, dass gerade in den USA jüdischer Humor total stark ist. Also ich meine, die Geschichte der Stand-Up-Comedians. Absolut. Total jüdisch geprägt. Und worum es ja aber eigentlich geht, ist, ich sag's mal ein bisschen polemisch, wir können uns halt gut einigen auf Minderheiten, die über sich selber lachen. Mhm. So. Und das ist für eine Mehrheitsgesellschaft gut zu akzeptieren.
Aber in Deutschland, also jetzt zu jüdischen Comedians, fallen mir natürlich als erstes immer Shahak Shapira und Oliver Polak ein. Mhm. Und zu Oliver Polak fällt mir immer Derwitz ein. Wir verzeihen euch den Holocaust, wenn ihr uns Michel Friedmann verzeiht. Das habe ich irgendwann so. Den Witz, ich finde den ganz sweet, das ist ganz süß. Mhm. Das ist das Einzige, was mir irgendwann hängen geblieben ist. Und natürlich, ich bin Jude, ich darf das. Macht der jüdische Film auch Ich bin Jude, ich darf das? Ich bin Jude, ich darf das, stimmt von mir schon gar nicht, weil ich bin sowas von oft gelyncht worden. Bei meinen Führern haben sie gesagt, Moment mal, Junge, Moment mal, Jude, das ist unser Hitler. Mhm. Ja, also wir erzählen, wir definieren, wie unser Hitler gezeigt wird. Das wollen wir dann schon haben mit Bruno Ganz, ja, im Bunker. Und, ja, nicht mit Helge, und nicht mit Helge Schneider, mit der Gummimaske. Also das geht gar nicht. Ja. Also da war dann schon, da war irgendwie eine Grenze überschritten. Aber ist nicht Hitler, aber ist nicht geil, dass in unserer Geschichte kommt Hitler auch ganz viel vor. Also das ist ja geil, das ist eine Figur, die streiten sich den Juden und Deutschen, wer den porträtieren darf. Ja. Wie ist das aus wissenschaftlicher Perspektive? Die Debatte, finde ich, verändert sich gerade. Vor allem zum Thema Political Correctness. Ich höre immer wieder Gespräche mit Castern, Casterinnen, Regisseurinnen über, wer darf was noch spielen. Mm, absolut. Mm, ich hätte gerne in meinen Filmen oft einen jüdischen Protagonisten gehabt. Wirklich jemand, von dem ich einfach im Inneren gespürt hätte, von Seele zu Seele, das ist jemand, der das Jüdischsein wirklich einfach automatisch mitbringt. Das ist genau der interessante Punkt, dass es ja eine politische Entscheidung ist. Also sozusagen, da macht man ja Besetzungspolitik, dass man Leute in Lohn und Brot bringt und Leuten Chancen gibt, was zu machen. Ja. Und das finde ich einen wichtigen Aspekt. Und man darf natürlich das Publikum nicht vergessen. Ne? Also in Deutschland spielt das nicht so eine große Rolle, aber in den USA sehen wir das ganz klar. Das Publikum nimmt den Unterschied wahr. Und da kann dann ein Film sein, da gibt es gar keine jüdische Thematik, aber mit einem starken jüdischen Hauptdarsteller oder einer starken jüdischen Hauptdarstellerin gibt es für das jüdische Publikum Jewish Moments in der Rezeption. Ja. Die gucken das und denken, ah ja, alles klar. Und ich glaube nicht, dass es, wenn du zum Beispiel eine Rolle mit einem jüdischen Schauspieler oder einer jüdischen Schauspielerin besetzt, dass es darum geht zu sagen, das ist dann authentischer. Aber es gibt vielleicht eine gewisse Schnittmenge zwischen deiner Erfahrung und der Erfahrung der Person, die ihr nicht mehr aushandeln müsst. So, ne? Ja. Also es gibt vielleicht so, richtig ist natürlich, dass dieser Aushandlungsprozess total fruchtbar sein kann. So, das ist, manchmal ist es gut, sich die Außenperspektiven reinzuholen. Absolut. Ich würde ja immer suggerieren, es gibt sehr wenig Filme aus einer weiblich-jüdischen Perspektive. Als Protagonistinnen. Mir fallen tatsächlich sehr wenige Filme ein mit einer jüdischen Hauptdarstellerin. Weil in der Hauptfigur. Weil mir zum Thema Judentum sehr viele Klischees einfallen und die sind sehr, sehr männlich belegt. Vielleicht ist es auch, weil ich ein Mann bin. Mhm. Welche jüdischen Klischees sind im Film über jüdische Thematiken denn anders bei Männern und bei Frauen? Hast du das mal erforscht? Hast du das mal nebeneinander gestellt? Mütter, Schwestern, Ehefrauen. Und die Männer? Also Männer kannst du halt sichtbarer machen. Ne? Den ziehst du eine Kippa auf und dann kannst du irgendwie verstehen, wer das ist. Mhm. Aber gleichzeitig kann man das natürlich auf Juden beziehen, aber man muss einfach sagen, Frauen sind sowieso als Figuren, die eine psychische Entwicklung durchmachen und die interessant sind und irgendwie autonom sind, in der Filmgeschichte unterrepräsentiert. Ja. Was war mit Merit Becker, Nina Rubin, Tatort? Erwartest du ein Werturteil von mir? Oder ist ich hab unbedingt. Punkte. Wie viel Benotung. Von 10 Judenpunkten? Nein, aber ich habe einen Artikel von dir natürlich darüber auch gelesen. Aber ich finde es auf jeden Fall total spannend. Hm? Ne? Also wenn wir gucken, ich will hier gar nicht so den Erklärbär machen, aber ne, Krimi ist ja sozusagen das Lieblingsfernsehgenre der Deutschen. Ja? Ja. Das ist das, was man sehen will. Und der Krimi macht immer das Gleiche. Du hast einen Kommissar. Ja. Okay, soll ich weiterreden? Ja, bitte. Du sollst weiterreden. Wirklich? Ja. Aber das Thema deutscher Krimi ist einfach zum Schnarchen. Genau, aber es funktioniert ja immer gleich irgendwie. Der Kommissar macht die Tür auf in eine fremde Welt. Und früher war es immer so, der deutsche Kommissar macht die Tür auf in diese jüdische Welt oder es gibt ein jüdisches Opfer. Es läuft mit. Dann ist natürlich die Frage, sieht das Publikum das? Und wer vom Publikum sieht das dann? Ist unsere Sendung in Minderheiten, also das habe ich mich die ganze Zeit gefragt in der Entstehung, ist das Minderheitenfernsehen? Ich hoffe. Du hoffst, okay. Ich hoffe. Meinst du? Na, sonst müssen wir jetzt den Erklärbär für ein deutsch-nicht-jüdisches Mehrheitspublikum machen. Ja. Ist es das, was du möchtest?
Nein, aber die Frage, was macht denn der Film? Also wenn du jetzt aber eine jüdische Geschichte erzählst, musst du ja dann, also wenn du es so sagst, musst du ja dann zwangsläufig, wenn du jüdische Figuren hast, das absolute Klischee raushängen lassen. Den Erklärbär und den Erklärbär des Judentums für das deutsche Mehrheitspublikum. Das heißt ja, eigentlich ist es ja gar nicht möglich, einen normalisierten jüdischen Charakter zu haben, wenn du in Deutschland... Was ist denn normalisiert? Dass es normal ist, dass du nicht den Charakter darstellst... Das ist ein tough cookie hier. Du hast völlig recht. Das ist für mich normalisiert, wenn du im Film suggerierst, dass dein Judentum und deine Identität kein Problem darstellt. Aber das ist doch in Deutschland ein Problem. Wie bitte? Aber es ist doch in Deutschland ein Problem. Das sehen wir auch im Film, ist ja ein Problem. Es ist ein Problem, Jude zu sein. In Deutschland? Warum? Naja, ich meine, wie die Bombe, die du in die Konversation wirfst. Ja? Ja. Also, ne, ich meine, es ist ja, jetzt ja nicht normal in dem Sinne, dass alle dann entspannt weitersprechen und sagen, ja, ach so, nee, ja. Das ist keine Normalität. Sondern, das ist richtig. Ne, also wünscht man sich das? Das habe ich natürlich wünscht man sich das. Das wünscht man sich doch mit allen Kulturen auf eine Art. Natürlich wünscht man sich das und natürlich sind wir weit davon entfernt. Entweder du hast philosemitische Menschen, die sagen, ah ja, ja, schön, ich liebe Juden. Ja, natürlich. Ich finde Juden ganz toll. Oder du hast eben die Leute, die quasi im engsten Freundeskreis, übrigens auch Leute, die natürlich manchmal Ausrutscher machen, so natürlich interessiert dich Kohle und natürlich teilen wir, das ist ja klar, dass du das jetzt willst, dass wir jetzt irgendwie das Abendessen teilen oder solche komischen Anspielungen. Was machst du dann? Ich spreche natürlich, ich sage, nein, ich lade euch ein. Das wollt ihr doch, oder? Ja. Nein, ich sage nur, natürlich gibt es die und ich habe die doch auch. Ja. Ich habe die doch auch. Wir haben alle Vorurteile. Vorurteile, natürlich. Entschuldigung, ich bin voll davon. Ja. Voll von falschen Images, von falschen Gedanken, von falschen Bildern, die ich habe. Natürlich, mit allem möglichen. Ich bin rappelvoll. Und natürlich, ich beherrsche mich. Ich bin ja ein beherrschtes Kontrollfreak. Sozialwesen, was irgendwie... Ich sehe die Beherrschung. Ich sehe die Wand. Ich möchte mit euch ein Spiel spielen. Ja. Weil ich so gut kontrolliert habe. Ich trinke danach meinen Wodka. Ja, Lea, Lea möchte trinken, ich sehe es. Nee, ich trinke danach. Wir spielen und dann trinke ich Wodka. Frau von Hasselberg. Doktor. Wolf von Hasselberg. Ja, nein. Aber sag mal, Frau Doktor oder nur Doktor? Das darfst du dir aussuchen. Frau Dr. Lea Wohl von Haselberg. Ja, bitte. Dürfte ich ihm noch ein klein wenig Wodka einschenken? Herr Dr. Dani Levi? Nein, leider nicht. Möchtest ganz du banal Kommt nur. Kommt das noch? Oder italienisch, Professorin. Professore Dani Levi! Das bin ich immer dabei. Kannst du machen, sehr gerne. So, was ist das Spiel? Das Spiel heißt, ganz plakativ, ja. Good for the Jews, Bad for the Jews. Okay. Ich gebe euch jeweils einen Begriff, einen Namen, einen Artikel, einen Film. Denn irgendwie habe ich mich zu Hause daran gewöhnt, alles, was wir besprochen haben, ist am Ende daran aufgehängt worden, ob es am Ende gut oder schlecht für die Juden ist. Okay. 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 Shoot. Benjamin Netanyahu. Bad for the Jews. Okay. Jüdische Mütter. Good for the Jews. Warme Diktatur, habe ich gestern gehört. Warme Diktatur. Interessantes Wort, ja. Echt? Warme Diktatur. Warme Diktatur. Ja. Mama, hast du gehört? Du bist eine warme Diktatorin, ich werde dich jetzt immer so nennen. Das glorreiche Zelebrieren von 1700 Jahren jüdischem Leben. Bad for the Jews. Bad, very bad, worse for the Jews. Lass uns trinken. Jesus. Good for the Jews. Ja. Good for the Jews? Ich habe immer hinterfragt. Okay. Müsste man schon ein bisschen genauer, klar, wahrscheinlich stimmt es. Schwierig. Ist, viel Antisemitismus. Mhm. Viel Antisemitismus kommt aus dem Mythos. Aus der Idee, dass wir die Jesusmörder sind. Ja. Das Paarungsverhalten von Pinguinen. Good for the Jews! Moment, lass mich kurz überlegen. Die sind monogam. Ja. Sie sind schwarz-weiß. Ja. Ach so, so denkst du gleich wissenschaftlich. Ist das verrückt? Alles analytisch ja, durchgerechnet. Vor allem sie, ja. Auf jeden Fall gut. Sigmund Freud. Ich ahne Böses. Nein, nein, schon good for the Jews. Good for the Jews? Ja, typisch for the Jews, würde ich sagen. Very typical. Erotisch. Von mir aus gut. Von dir aus gut? Ich finde, wir waren uns doch ziemlich einig. Das hat ihr sehr, sehr schön gemacht. Ja.
Ich liebe diese Fragen. Diskutiert ihr das zu Hause auch, ob Sachen gut oder schlecht für die Juden? Nein. Also denkst du dir manchmal, ich bin ja auch der einzige Jude zu Hause. Ja. Wo seht ihr eure Verantwortung für die Mehrheitsgesellschaft? Du forschst, du schreibst, du inszenierst, du spielst. Also das Problem ist ja, dass wenn Judentum moralisch wird, wird es schwierig, grundsätzlich. Ich finde die Verunsicherung der Moralvorstellung und auch die Verunsicherung der Sicherheiten, die man hat, und Chaos zu stiften auf eine bestimmte Art, ist ein Stück weit meine Aufgabe. Mhm. Das ist ein sehr steiniger Weg, weil du oft einfach sehr, sehr einsam bist mit diesem Prozess, weil die Leute eben ungern ihre sicheren Hafen verlassen. Ganz viel sogenannte Zuordnung, auch in Fremdenhass, in Rassismus, auch in Antisemitismus, entsteht ja aus vermeintlichen Positionen, dass Leute sozusagen denken, das ist so und das ist so und ich bin da. So. Und sobald diese Positionen aufgeweicht werden, glaube ich, werden wir könnte ich mir vorstellen, dass wir eine interessantere Gesellschaft werden, die eben auch wesentlich offener auf bestimmte Reize reagiert. Aber ich glaube, das ist auch, was Wissenschaft natürlich eigentlich kann. Ne? Also die Idee ist ja immer, Wissenschaft gibt Antworten auf Fragen, aber eigentlich ist natürlich Wissenschaft die Instanz, die Fragen noch mal komplexer reformuliert. Also noch mal anders nachzufragen. Mein Film ist nun etwas sehr Prägendes in unserer Gesellschaft. Ne? Also diese sogenannte Images, die sind im Film, die sind A, sind sie beständig, B, sind sie weltweit, je nachdem, was für ein Film es ist. Ja, und in Deutschland musst du noch sehen, ist es ja total krass, weil die mediale Begegnung mit Jüdinnen und Juden wird ja in der Regel nicht konterkariert mit einer außerfilmischen. Also die meisten deutschen ZuschauerInnen, die begegnen zwar Juden im Film, aber die kennen keine Juden. Richtig. Ich habe auf Instagram gefragt, Leuten mir Fragen zu schicken. Und dann habe ich gefragt, wie viele von den Leuten denn tatsächlich Juden kennen oder mit Juden befreundet sind. Sehr viele Antworten waren darauf, ich glaube, Juden zu kennen, aber ich habe nicht gefragt. Mhm. Ich habe mich nicht getraut. Mhm. Genau. Oder 100%, ich kenne keine. Mhm. Aber wahrscheinlich kennen die sich nicht getraut haben, auch keine. Die kennen nur Leute mit großen Nasen oder so. Ja, voll. Also ich meine, die Frage ist ja schon immer so, wenn man das jetzt, das kann man ja mal rein statistisch runterrechnen. Also bis 89 in Westdeutschland 30.000 Jüdinnen und Juden. Wer kann da... Also du warst da ja schon hier in Deutschland, also in Westdeutschland. Wer kann da mal eine Jüdin getroffen haben? Können jetzt nicht so wahnsinnig viele sein. Nee. Und entsprechend kommt natürlich den ganzen medialen Repräsentationen Gewicht zu, würde ich schon sagen. Mhm. Das war eine der Fragen, die ich mir eingeholt habe. Ich habe euch gefragt, mir Fragen zu schicken, die ihr euch noch nie an Juden getraut habt, zu fragen. Vor allem zum Thema Juden und Medien. Gibt es genug Filme, die das Judentum im 21. Jahrhundert repräsentieren? International betrachtet würde ich sagen schon. Ja? Ja. Was ist bei uns in Deutschland? Ich würde sagen, wir stecken in einer frühen Entwicklungsphase. Ja. Wir stecken in einer Phase, in der wir noch fast schon ein bisschen pubertär auf andere Minderheiten, sage ich jetzt mal, auf andere Kulturen gucken und sie irgendwie so ein bisschen abbilden, wie Kinder manchmal irgendwie malen. Ja, also so ein bisschen sehr rudimentär, manchmal sehr, eben sehr klischiert, sehr vorsichtig, mit großen Begegnungsängsten irgendwo, sehr zensiert oft. Hat das nicht was zu tun damit auch, welche Funktion das Ganze hat? Mhm. Also die Frage ist ja, warum erzähle ich jüdisches Leben? Und man muss halt einfach sagen, jüdisches Leben und jüdische Figuren werden im deutschen Film nach 45 primär erzählt, um was über die Bundesrepublik zu erzählen. Also das sind, da ist die jüdische Figur, ist der Lackmustest, um zu zeigen, ihr seid hart im Leben. Ich krieg schon böse Blicke jetzt. Also, ich nehme eine jüdische Figur, um zu zeigen, in welchem Zustand ist die Bundesrepublik. Also, wenn Juden wieder auswandern, dann wissen wir Bescheid. Ja. Wenn ich zeigen will, eine deutsche Figur ist gut geworden oder hat nicht genug aus der Geschichte gelernt, dann ist eine jüdische Spiegelfigur ideal. Das heißt, ja eigentlich aber sind das ja nur 0,1% der Bevölkerung. Es betrifft ja nicht nur die Juden, das betrifft auch schwarze Figuren im deutschen Film, das betrifft muslimische Figuren im deutschen Film, Araber und total. Auch die immer. Funktionalität ist eine andere, aber sie haben eine Funktion für die Mehrheitsgesellschaft. Auf jeden und Fall. Solange das natürlich aber sozusagen das primäre Erzählmuster ist, kriegen wir natürlich keine echte Diversität. Ja? Absolut. Ich muss euch zwei Fragen aus dem Publikum fragen. Ja. Nummer eins, das wolltet ihr unbedingt wissen. Warum werden Juden im Film immer so dargestellt, als würden sie immer essen wollen? Ist das so?
Das war eine Frage aus dem Publikum. Die habe ich noch nie gehört. Hast du noch nie gehört? Nee. Ist auf jeden Fall so. Ist auf jeden Fall so. Also, wenn du den deutschen Film anguckst, die größte Chance. Sorry, ist so, aber die größte Chance. Warum machen wir denn nicht so Filme wie Schokolade oder irgendwie. Die heißen dann anders. Also, die heißen nämlich bei uns Kischkes. Ja, das klingt nicht gut, aber. Ich meine, es ist eben so, man erzählt kulturelle Diversität über Musik, Locations und Essen. Vielleicht noch Sprache und natürlich die Besetzung von Schauspielern. Und zu sagen, komm Dani, wir gehen zu mir nach Hause, ich mache dir gefüllte Fisch, wäre eine klassische Szene im deutschen Fernsehfilm. Ja. So funktioniert das. Ihr wolltet auch noch wissen, was war der letzte Film, bei dem ihr euch als Jude oder Jüdin tatsächlich repräsentiert gefühlt habt? Keine Ahnung. Ist das nicht schlimm? Ihr habt beide keine Antwort darauf. Ich habe auch keine Antwort. Es tut mir auch leid, aber ich stehe auch immer auf dem Schlauch mit solchen. Nein, aber ich glaube, wenn man es hätte, weiß man es. Das glaube ich schon. So, und also ich fühle mich in andere Sachen. Ich muss ja schon überlegen, was habe ich gestern für einen Film gesehen? Ich würde sehr gerne mit euch ein letztes Spiel spielen. Ich glaube, wir brauchen dafür noch einen letzten Drink. Vielleicht schaffen wir noch einen. Ja, auf jeden Fall. Komm, ja. Let's go. Achso, Drink. Nee, mach mal Spiel. Also ich gieße noch ein, weil vielleicht tut's weh. Das Spiel heißt... Oh Gott, es tut weh. Ich packe meinen Koffer nach Auschwitz. Ach, hör auf. Und ich nehme mit die Erinnerungen an meine Eltern. Die Erinnerungen meiner Eltern und einen deutschen Geschichtslehrer. Die Erinnerungen an meine Eltern, einen deutschen Geschichtslehrer, einen deutschen Geschichtslehrer. Darfst du dir aussuchen. Die Fotos meiner Kinder. Ich packe meinen Koffer nach Auschwitz und nehme mit die Erinnerungen meiner Eltern, einen deutschen Geschichtslehrer, die Fotos meiner Kinder und die Liebe zum Leben. Ich packe meinen Koffer nach Auschwitz und ich packe die Erinnerungen meiner Eltern, einen deutschen Geschichtslehrer, die Fotos meiner Kinder, die Liebe ans Leben und einen Brief an Daniel, warum wir dieses Spiel spielen müssen. Ich nehme keinen Koffer mit nach Auschwitz.